Und nun folgende Sachlage. Der Partner legt sich einmal bitte auf den Rücken. Wir wollen den Partner in diesen Tateshyogatame nehmen. So, der hat darauf aber gar keine Lust. Steht ein bisschen schräg, da sieht man das auch. Und er möchte jetzt unser Bein klammern. Das ist für uns ganz doof, weil dann gilt unser Haltegriff nicht mehr. Lass mal wieder raus. So. Und jetzt Frage an euch. Wir machen jetzt einen Haltegriffwechsel. Eure Aufgabe ist nun, beschützt dieses Bein, indem ihr den Haltegriff wechselt. Überlegt kurz, was ihr machen würdet. Und dann sehen wir uns wieder. So, da sind wir wieder. Also, Tateshyogatame. Partner versucht, unser Bein zu bekommen. Was machen wir? Jetzt wandern wir einfach mal dran vorbei. Setz uns einfach runter. So. Setz uns einfach runter. Und dann daneben in den Käsehagatame. Jetzt übernehmen wir noch fix den Arm. Und haben einen wunderschönen Käsegatter. Nochmal. So, Partner versucht ans Bein zu kommen. Versucht sie richtig zu wehren. Ich gehe daneben und gehe in einen Käsegatter. Aber damit nicht genug. Unser Partner, der lässt einfach nicht locker. Der versucht jetzt an unser Bein zu kommen. Versuch mal. Das finden wir jetzt auch doof. Wir wandern jetzt einfach weiter. Und jetzt die Frage, zu welchem Haltegriff könnte ich von hier aus gelangen? Kurz überlegen und dann kommen wir wieder. Folgende Lösung. Wir greifen hier einmal um. Und jetzt verschieben wir einfach die Hüfte. Und schon hocken wir im Yokoshiogatame dran. Ob du jetzt mit dem Yokoshiogatame nur den Arm gegriffen hast oder unterm Bein her, das ist vollkommen egal. Es ist beides Yokoshiogatame, denn du liegst an der Seite. Also nochmal. Versuch mal, dran zu kommen. Ich greife hier einmal um. Ich greife hier einmal um und gehe in ein Yokoshiogatame, indem ich mich an die Seite dran lege. Und das war's auch schon. Dein Programm zum gelben Gürtel. Relativ viel, ja, aber du kannst das in Häppchen vornehmen. Ein Problem nach dem nächsten, eine Technik pro Woche und dann ist das gar kein Thema. In diesem Sinne wünschen wir dir viel Spaß beim Üben und wir sehen uns in der nächsten Woche. Tschüss!